Guten Morgen! Wann hast du das letzte Mal grundlos von Herzen gelacht, nur weil du dich einfach gut fühlst? Heute möchte ich euch zeigen, was die Voraussetzungen dafür sind und dazu aufrufen, ja, den inneren Schweinehund zu überwinden und den Weg zu gehen, der die Ursprünglichkeit und die Lebensfreude, die in uns innewohnt, auch wieder zum Vorschein bringt. Wir können nur echte und natürliche Freude am Leben haben, wenn wir das Leben auch verstehen. Und das Leben ist nicht nur unser eigenes Leben, wir sind Bestandteil des Lebens. Wir sind nicht aufs Tablett geschissen worden, sondern wir stehen mit allem, was uns umgibt, in Verbindung. Wir sind alleine überhaupt nicht lebensfähig. Wir brauchen die Energie des Lebens, um in der Form als Mensch überhaupt zu existieren. Da ist es absolut unmöglich, ohne die Energie, die uns umgibt, wie der Nahrungsenergie oder der Sonnenenergie und auch das Verständnis für dieses universelle Leben, überhaupt einen Zugang zur natürlichen Lebensfreude zu bekommen. Kinder haben diese Freude. Wie geht uns das Herz auf, wenn wir so ein kleines Baby einfach grundlos lachen sehen? Das ist die natürliche Freude. Es rekapituliert nicht und seine Freude entspringt nicht dem Denken, sondern dem Sein. Dem Natürlichsein. Das ist die Basis. Nicht zu denken, sondern zu sein. Aber machen wir uns nichts vor, im Alltag bestimmt das Denken unser Leben. Also ist eine Option, über das Denken eine Brücke zur Natürlichkeit zu schlagen. Und das möchte ich ausgehend von einem Beispiel, was uns alle betrifft oder betroffen hat, ausführen. Das war die längste Einleitung ever. Das Stillen. Wir gehen jetzt mal gedanklich in die Natur und beobachten die Tiere, die ursprünglich und intensiv mit der Natur verbunden sind, deren Zugang zu einer natürlichen Lebensweise eben nicht durch das Denken behindert wird, sondern sie sind einfach Natur. Stellt euch vor, wie in der Natur in einer von Feinden geschützten Ecke ein junges Tierbaby an den Zitzen und an den Brüsten der Mutter saugt und genießt für einen Augenblick die Vorstellung, wie vollendet und harmonisch diese Situation ist. Beide machen das, Mama und auch das Tierbaby, was die Natur für sie vorgesehen hat. Das ist einfach so, wie es sein soll. Das, was richtig ist. Sie denken nicht darüber nach, sie tun es einfach. Das, was uns Menschen im Rahmen der Spiritualität beigebracht wird, das machen Tiere einfach so, weil sie es nicht anders können. Deswegen wird ja oft in der Spiritualität auf Tiere verwiesen. Man soll Tiere beobachten, ne, um das aufzunehmen, um das zu erfahren. Sie, die Tiere, leben im Einklang mit der Natur. Wir Menschen haben uns aber geistig über die Natur erhoben. Wir betrachten uns nicht mehr als die Natur, sondern wir wollen die Natur kontrollieren. Wir bezeichnen das, was uns Menschen in Gefahr bringt, als Naturkatastrophen. Dabei sind wir selber die Naturkatastrophe, weil wir immer weiter gegen die Natur, aus der wir uns ja, zu erheben versuchen, agieren. Anstatt einfach mal mit der Natur zu schwingen, lasst uns das Denken doch mal sinnvoll instrumentalisieren, um natürlich zu leben. Und nutzen wir zum Beispiel mal das vergleichende Denken. Und denken daran, wenn wir so ein Tierbaby sehen, was irgendwo in geschützter Umgebung an der Zitze oder an der Brust der Mama liegt und so gemütlich vor sich hinnuckelt. Und an die Mama, die ihr Baby in dem Arm hat und für die in dieser Welt nichts anderes eine Bedeutung hat, als ihrem Baby Geborgenheit und Liebe zu schenken. Ohne Denken, nur Fühlen. Die perfekte Harmonie. Und nun denken wir daran, an eine Menschenmama, die genau diese Gefühle für ihr Baby auch hat und ihr Baby säugen und stillen möchte, ihm Harmonie und Geborgenheit schenken möchte. Und wir haben sogar als Menschen den Luxus, gerade in Deutschland, dass wir eigentlich überall sicher sind, ne? Dass da nirgendwo Feinde sind, die uns fressen wollen. Wir sind potenziell eigentlich überall sicher, ne? Aber wie realistisch ist es denn, dass eine Menschenmama, genau wie eine Tiermama, dem Baby die Brust geben kann und beide in totaler Harmonie in ihrer Natürlichkeit aufgehen können? Das mag zu Hause gehen. Aber sobald andere Menschen zuschauen, was quasi überall außerhalb der Wohnung möglich ist, beginnen sich sehr viele Frauen den Kopf zu machen. Soll ich die Brust rausholen und der Öffentlichkeit zur Schau stellen? Was denken denn die Menschen von mir? Und ja, auch Gefühle von Scham bei den Gedanken, die Brust rauszuholen, spielen oft eine Rolle. Und diese Gedanken sind nicht natürlich, sondern ausgehend von unserer gesellschaftlichen Kultur entstanden. Wie kann man erwarten, einen Zugang zur natürlichen Freude zu erlangen, was ich am Anfang eingangs erwähnt habe, wenn man den Zugang zur Natur mit seinem Denken blockiert
Und vor allem ist diese Scham erst in den letzten Jahrzehnten so richtig aufgeblüht bezüglich des Stillens. Obwohl immer mehr Open ohne Strände sich etabliert haben, die Werbeindustrie die Brust der Frau regelrecht instrumentalisiert und generell die Freizügigkeit wünschenswerterweise, sage ich dazu, sich positiv entwickelt, wird ja eine Frau, die ihre Brust zum Stillen des Kindes auf der Parkbank, im Restaurant oder in der Straßenbahn rausholt, oft kritisch beäugt, teilweise sogar betitelt. Aber liebe Frauen, lasst euch nicht irritieren. In Großbritannien zum Beispiel hat man eben aus dieser offensichtlichen Idiotie und menschenverachtender Unnatürlichkeit 2010 das Gleichheitsgesetz erlassen, in dem per Gesetz verboten wird, dass Frauen, die öffentlich stillen, in irgendeiner Weise diskriminiert werden können. Das heißt, wenn man diese Frau in irgendeiner Weise, wie es teilweise hier in Deutschland möglich ist, in ihrer natürlichen Harmonie mit ihrem Kind stört, durch kritische Bemerkungen oder ähnliches, dann kann das zur Anzeige gebracht werden. So schlimm ich es finde, dass wir ja einen Wust an Regeln und Gesetzen haben, aber manchmal muss man diese konditionierte Borniertheit der Menschen, die von künstlich generierten Dingen wie der Begriff des Schams eine falsche Natürlichkeit ableiten, einreißen. Und was können denn die Frauen dafür, dass die Werbeindustrie die Brust quasi im Alleingang in der öffentlichen Wahrnehmung sexualisiert hat? Und selbst wenn man mit der nackten Brust einer Frau nun vor allem sexuelle Dinge verbindet, auch das wäre kein Problem. Denn die Werbeindustrie hat nur das nach vorne geholt, was selbst über Jahrzehnte hinweg kulturell verpönt war. Die Sexualität. Warum ist es so ungewollt, dass eine Frau Männer in der Öffentlichkeit mit ihrer Brust sexuell erregt? Ne? Weil es unseren vor allem christlich geprägten Welt als Gefahr erscheint, ne? Eben für die Institution der Ehe und der Treue, wenn Männer den Reizen anderer Frauen unterliegen, ne? Und das läuft auch diesem kompletten Weltbild, in dem wir uns agieren. Wir sagen alle, oh nee, wir glauben nicht an Gott, aber wir sind alle christlich geprägt, ne? Alles das, was ihr denkt, das ist so christlich geprägt, von der Kirche konditioniert. Und ja, und das läuft da natürlich konträr, ne? Das ist alles nur, ja, alles nur künstlich und das sind in uns infiltrierte Dinge, von denen wir annehmen, dass sie sich so gehören. Das ist aber Schwachsinn. Genau auf diese Art und Weise zu denken und zu handeln bedeutet in einer unnatürlichen Welt zu leben. Ein Leben voller indoktrinierter Paradigmen und gesellschaftlich festgelegter Regeln. Das kann gar nicht dazu führen, dass man einen Zugang zu seiner Natürlichkeit findet. Zu eben der natürlichen Freude, die keinen Grund hat, außer das Leben an sich zu zelebrieren und zu feiern. Lasst uns miteinander feiern und lebt natürlich. Holt eure Brust beim Stillen raus, denn damit zeigt ihr anderen Menschen auch, dass es vollkommen normal ist. Fangt an, habt den Mut und ihr werdet mit einem Gefühl belohnt, der natürlichen Erfahrung, die euch den ganzen von Kultur und Scham konditionierten Rotz wegspüren lässt. Wenn euch das schwerfällt, dann sucht euch Menschen, die schon weiter sind und die den Zugang zu einer natürlichen Lebensweise gefunden haben, die euch helfen können, wo man nicht etwas Witziges sagen muss, um ein Lächeln oder ein Lachen zu ernten, wo man sich einfach auch mal länger drücken kann und eine nährende Umarmung genießen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob das jetzt angebracht ist. Ne? Einfach mal natürlich sein und seine Gefühle rauslassen und einfach lachen, einfach springen, einfach tanzen, einfach sein. Umso mehr konditionierte Scheiße ihr in euren Kopf zulasst, umso mehr entfremdet ihr euch vom natürlichen Leben. Jeder von uns hat diese Scheiße im Kopf, aber versucht das zu minimieren und ihr werdet Stück für Stück eventuell dann wirklich noch einmal erfahren, was es bedeutet, Kind zu sein. Denn Kindsein ist sorgenlos und vollkommen natürlich und es gibt keinen Grund, dass nicht auch dass ihr als Erwachsener dieses Gefühl genießen könnt. Das einzige, was euch daran hindert, ist euer Denken und die in euch eingepflanzten Gedanken. Lebt natürlich und seid frei, genießt das wahre Leben. Ihr müsst dafür nicht der Gesellschaft komplett entsagen oder euch dem finanziellen System entziehen. Klar kann das helfen, aber ihr könnt auch innerhalb einer Gesellschaft das pure Leben erfahren. Das ist kein so drastischer Schritt. Das hat nur mit Bewusstheit zu tun. Ihr müsst einfach nur das Denken in die richtigen Bahnen lenken. Und das ist unter anderem auch meine Aufgabe oder mein Wunsch, das mit euch über die Zeit meines Lebens und des YouTube-Kanals zu erreichen. Das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, euer Christian. Ciao.